Herzlich willkommen zur weiteren Folge. Landschaftsbau ist fertig. Es ist dunkel. Die Arbeit ist bald fertig. Jetzt werden wir uns ein rundes Ohr hauen. Das heißt, wir werden die Nacht überspulen. Und zwar im Schlafmodus. Das ist doch Gras. Also egal. Den Wohnwagen musste ich entfernen. Da hat ein Fehler verursacht. Keine Ahnung, was genau. Aber da kam eine Fehlermeldung im Log. Also, wir werden schlafen. Wir haben genau fast 20 Uhr, das heißt bis 6 Uhr ist hell und 10 Stunden. Das heißt, wir werden jetzt von 10 Stunden schlafen. Gute Nacht. Lohnzahlung. Einnahmen BGH, so wenig. So, jetzt haben wir die Nacht geschlafen. Es ist hell. Naja, hell. Erst um den BGH kümmern, dass er wieder voll ist. Wird heller gehen, ne? Da ist noch der Mond. Kurz vor 6. Wow. Hat aber nicht viel gebraucht. Können wir hier was einstellen? Nö, ne? Die Motorsäge können wir aktivieren. Hat aber auch nicht viel. Ich dachte, da können wir es einstellen. Oder so, haben wir drei Ballen reinhauen, ne? Aber auch jetzt 12.000 drin. Sind bald drei Ballen zu viel. Mal kurz aufklappen. Schauen wir mal. Noch dicht 0%. Mal schauen. Oh, mal die vier rein, die zwei reinhauen. Dann haben wir ja noch genug Silage für unsere Tage hier. Gut. Kippen wir aus. Hinterhaken. Ups. Gut gefüllt. Schauen wir mal nach Unkraut. Wahrscheinlich ist was gewachsen. Jupp, auf 12 ist Unkraut gewachsen. Wachstumsstufe müsste eigentlich gewachsen sein. Das heißt, wir werden düngen und Unkraut bekämpfen. Ja, das ist hell und dunkelgrün. Der Raps ist gewachsen. Wir machen zuerst Unkraut. Das heißt, ja, Unkraut zuerst, da haben wir eh dran. Das ist der LKW-Zug. Steht daneben. Wo ist denn der? Sind. Ne, der ist nicht. Da steigen wir aus. So. Machen wir Licht an. Fahren wir innen drinne. Jetzt fahren wir mal zum Feld 12. Oh, schon da. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz was berechnen lassen. Das heißt, den alten Kurs
löschen. Jetzt brauchen wir was Neues, und zwar nehmen wir als Schaltbefehlskurs, ist doch schon gemacht worden. Aber ein bisschen weniger. Vorgehende machen wir zwei. Weich. Die werden hier Feldkurs. Die Feldform ist ungünstig. Besser wäre 13 oder so, aber das soll ich sagen. So, jetzt geht das. Erstmal speichern. Und Kraut. Okay. Kämpfung. Kraut. 12. Speichern. Schauen wir mal, ob wir was ergänzen können. Und zwar Überführung, Feld 12. Ja. Müsste eigentlich daran vorbeiführen. Dann schauen wir mal. Ja, das haben wir schon öfter mal gehabt. Einstellen. Ja, bringt ganz gut. Dessen, wo er arbeitet, werden wir uns mal um Holz kümmern. Und um die Zeit anschalten. Ne? So. Länge haben wir jetzt eingeschaltet, 6 Meter, das passt. Wäre nämlich sehr blöd, wenn er hat nämlich Wasserkontakt. Metermäßig machen würde, das wäre ganz schlecht. So. Also wenn der BGH jetzt jeden Tag 6.000 einbringt, das wäre mächtig dürftig. Aber wie gesagt, ich habe doch immer aktiviert, auf einen halben Tag, nur mal ein bisschen einen Tag laufen lassen, oder zwei Tage. Um aussagekräftig was sagen zu können. Der Verbrauch gestern 25 von knappe 10.000 Liter. War nicht der Rede wert. Aber wenn das so reell wäre, ne, sparen wir uns hier viel Silage ein. Ich bin gespannt, ob sie nun welche Pflanzen lassen.
Scheinbar noch einen großen Düngersteuer kaufen. Mit Pflegebereifung. Aber mal schauen. Aber steht nichts im Wege. Nicht. Wird aber auch spät hell. Ich muss anders probieren. Speichern, ob er sich besser steuern lässt. Ich kann mal keinen Unterschied. Im ersten Blick. Und wieder halb 11. Mann, das ist die Zeit. Wo bleibt nur die Zeit? Hat noch zu arbeiten, das kam H, dann vielleicht war ein Kreis. Vollmond. So. Ach so. Ja, 12 km/h, das war so schnell, ne? Der hat da mit den Wetten Probleme gehabt. Kann ich verstehen. So. So. Ich starte das anders. Na ja, gut. Sache der Gewöhnung ist das. Aber wir können ja auch 5 gehen. Verpassen tun wir ja nichts. Ist ja noch früh Wachstum. Baumfeld. Vier Folgen schon wieder. Geht vorwärts.
Ich habe gestern die Folgen für die Marsch gemacht und heute schon wieder für die Türen gerade. Am Samstag vor Pfingstsonntag. Wenn ihr die Folgen seht, ist schon längst Pfingstgeschichte. Ja, jetzt hat er umgeworfen. Unfall! Hat er auch nicht gehabt. Ja, man so leicht aufsteht hier. Ach Gott, noch ein Balken mittendrin. Oi, oi, oi. Ups. Eigentlich total Schaden, ne? Oder auch nicht? Müssen wir ein paar Stämme verkaufen. Da ist schon wieder. Ist ja auch nicht gut. Auch mit dir. Gut, schlecht. Dann werden wir den LKW holen und dann die Stämme aufladen. Das LKW beim Silo. Der LKW, der ist der Mietrichter. Das ist der Scania. Ah, den können wir hier abstellen. Und der Holzanhänger müsste alle beim Holz liegen. Können wir gleich mal hier lang fahren, ob das so gut ist. Halbwegs. Ja, das geht. Bisschen unholprig. Müssen wir mal machen, wenn es heller ist. Ah, jetzt ist es hell. Ja, ja. Wir wollen bald einen Zaun bauen hier. Ach, die Wiese gehört mir jetzt auch. Ist ja jetzt wieder was, ja? Das geht ja doch. Steckt den Verkehr fest. Wieso steckt der Verkehr fest? Ja. Eigentlich ja, eine Fruchtzerstörung. Ja, so ist das, wenn man alles stehen lässt, ne?
Hier Licht angelassen, eine Batterie leer. Ne. Glück gehabt. So, den fahren wir mal gleich zum Silo. Hacknetze? Und der Dark Frisier. Ach. Vom Traktor. Ich wollte gerade sagen, Hacknetze. Ich hab doch keinen Hacknetze gehabt. Aber das Silo kann, glaube ich, auch hier aufnehmen. Von hier ist aber frei. Naja, aber frei ist anders. So. Okay. Oh, ja. Machen wir noch was leer. Nö. Das hat nicht vorgesehen. Halt, stopp das mal. Wir müssen jetzt zumindest umfalten. Doch. Geht doch rein. Also, liebe Freunde und Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Schön, wenn es ein Like geben könnte. Und ein Abo. Sag ich mal danke. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Bis zum nächsten Mal. Hoffe ich jedenfalls. Und sage ciao, ciao.